So, die erste Metin-Ebene erwartet uns mit einem Metin des Teufels. Wenn ihr jetzt nochmal aufs Klo gehen wollt oder ein Butterbrot schmieren, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sollte der Metin des Teufels zerstört werden, habt ihr die nächsten 30 Minuten in etwa Zeitdruck. Damit sollte man eigentlich ein bisschen vorsichtig sein, also Zeitdruck ist nicht gut. Aus diesem Grunde die Vorwarnung. Solltet ihr jemand dabei sein, der es diesen Metin noch gut droppt, könnt ihr höflich mal fragen, ob man den machen darf. Wenn gerade keiner Stress hat, wird da niemand was dagegen haben. Wenn die irgendwelche eigenen Farmer auf Level 61 zum Beispiel, so ein gutes Farmlevel, dabei haben, werden sie höchstwahrscheinlich mit denen den Metin hauen, meist mit Doppeldrop ausgestattet. Einmal fragen kostet nichts, aber bei Nein einfach nicht mit reinhauen. Ihr macht euch gerade hier im Dämonenturm sehr viele Feinde, wenn ihr eigenmächtig handelt und nicht nach den Regeln des Runseers, in dem Fall meine Regeln, handelt. So, der Metin ist zerstört. Jetzt ist einer der Metin des Sturzes, Level 60er Metin, ein Exot, den gibt es nur hier, zu zerstören. Man weiß nicht, welcher der richtige ist. Ihr habt 15 Minuten Zeit. Hier draus kommen diese Baumfrosch und Buhmänner und Baumfrosch-Generäle kommen dann auch noch. Wenn sie denn kommen, Vorführeffekt. Ja, die wollen einfach nicht, glaube ich. Jetzt, da, Baumfrosch-Anführer, die Rosen, hier in dieser Metin-Ebene, könnt ihr auch mal fragen, ob man hier vielleicht Helme farmen darf. Schmeißt Doppeldrop rein, killt alle Metins, geht super. Da droppst du dich tumm und dämlich mit. Gehörnter Helm, Furchtmasken, ganzen 61er Helme und auch Froschzungen, Froschschenkel und so weiter. So, ich werde das Zerstören dieses Metins jetzt abbrechen. Warum, erkläre ich euch gleich. Denn ich möchte euch noch kurz etwas anderes zeigen. Ich habe natürlich jetzt mal wieder Vorführeffekt. Das wäre der richtige Metin. Ich möchte euch aber noch ganz kurz zeigen, was passiert, wenn man den falschen Metin attackiert. Außerdem kann ich die Ablaufzeit von Rüstung noch etwas hinauszögern, weil ich die aus Versehen angemacht habe. So, das da drüben wissen wir, ist der richtige. Und hier dieser Metin wird nach 50% bis, ja, also bei Restleben 50 bis 20% wird dieser verschwinden mit einer Meldung und der Tod aller Monster eintreten. Man wird es gleich sehen, hoffe ich. Das möchte ich einfach nochmal gezeigt haben. Solltet ihr nämlich die Metins abfarmen dürfen, spart euch den richtigen bis zum Schluss auf. Lasst euch aber nicht zu viel Zeit, 15 Minuten sind schneller rum, als ihr meint. So, man hat es gesehen. Unten die Meldung, die falschen Metinsteine verschwinden. Alle Monster sind gestorben und der Metinstein ist zerstört und hat auch nichts gedroppt. Der wurde wegteleportiert, nur als Hinweis. So. Jetzt haue ich den Metin des Sturzes und werde mich aber noch mit meiner Charmi ganz kurz buffen, damit ich in der nächsten Ebene dann, wenn wir uns wiedersehen, gut gerüstet bin. Vielen Dank fürs Zusehen derweil und bis in die nächste Ebene. Ciao!